Hallo, willkommen zurück zu unserer Kirchendigital-Videoreihe zu den Google-Unternehmensprofilen. In diesem Video zeigt euch Christian Sterzig, dass das Erstellen und Pflegen eures Google-Eintrags leicht durchzuführen ist und wenig Zeit benötigt. Wenn ihr im Anschluss Lust habt, euch ebenfalls ein Google-Unternehmenskonto einzurichten, findet ihr unterhalb dieses Videos einige andere Erklärvideos, von denen wir glauben, dass sie euch in diesem Schritt helfen können. Alle Videos zum Thema Google-Unternehmensprofile findet ihr in unserer Playlist. Für weitere nützliche Tutorials könnt ihr diesen Kanal abonnieren. Im zweiten Video schaut ihr, wie man das anlegt und wie viel Aufwand das macht. Und es macht nur wenig Aufwand. Im kleinen Szenario ist man mit vielleicht 2 Stunden einmalig, um sich da reinzulesen, das anzulegen drin und dann vielleicht unter einem Jahr nochmal 2 mal eine halbe Stunde. Dafür kriege ich das Thema einfach versorgt. Man kann, wenn man möchte, das muss man aber nicht, natürlich viel mehr machen. Kann schöne Fotos suchen und reinstellen, eine eigene Seite für einen Gemeindebrief machen, den verlinken und. Das würde dann mehr Zeit kosten. Und manchmal finden sich auch mehrere Menschen, die Freude dran haben. In meiner Kirchengemeinde gibt es ein kleines Team von Menschen, die zum Beispiel auf Rezensionen, wenn jemand schreibt, ich war in der Kirche und es war schön, dann gibt es bei uns schnell eine Antwort, wo steht, vielen Dank, dass Sie es, also freut uns, dass Sie es schön fanden und danke, dass Sie eine Bewertung dagelassen haben. Das ist einfach schön, sich da auch zu revanchieren, wenn Leute uns eine freundliche Bewertung dalassen oder auch bei Kritik sich drauf zu verhalten. Das ist bei einer anderen Kirchengemeinde gesehen, da schrieb mal jemand, der zu Besuch war, es hat ja ganz schlimm nach Urin gerochen. Und dann hat jemand aus der Kirchengemeinde gesagt, Entschuldigung, wir haben gelüftet und geputzt und jetzt ist der Geruch weg. Also man kann einfach auf Impulse reagieren, die Menschen da lassen. Und das braucht ein bisschen Zeit, aber das Gute ist, man hat eine neue Kontaktfläche darüber. Und jetzt zeige ich mal, wie wir da hinkommen. Hier unten steht der Link. Mit dem kommt ihr direkt zur Google-Seite und könnt es da anmelden. Aber man kann auch ganz leicht so hinfinden, indem man einfach eine Google-Suche aufmacht und unter Profil Google schreibt. Und dann kommt man schon hin, direkt zu der ersten Seite Google Unternehmensprofil bei Google gelistet werden. Hier fängt dann die Seite schon an und erklärt kurz, was ist das, wie sieht das aus, all das ist hier drauf und mit einem Klick auf Jetzt verwalten kommt man dahin. Das machen wir beim nächsten Video. Wir haben hier kurz eine Übersicht, es ist kostenlos, einfach personalisiert, es vermittelt einen guten ersten Eindruck, hier am Beispiel von einem Blumenladen. Man kann Menschen bequem erreichen. Hier, das ist alles auf Kunden geprägt. Die hatten Blumenladen. Kirchengemeinden haben keine Kunden. Aber wir wollen doch auch Menschen erreichen und freuen uns, wenn die zu uns kommen. Und dafür ist es wichtig, hier eine einladende und schöne Sicht zu haben. Und da sind hier ganz, ganz viele Informationen drauf. Man kann die Seite einfach runter scrollen. Und hier unten ist die Frage, ist es kostenlos? Ja, das ist es. Muss ich eine App runterladen? Nein, das brauchen Sie nicht. Und mit einem Klick auf alle FAQ ansehen, gibt es noch ganz viel mehr. Zum Beispiel Informationen zum Coronavirus konnte man hier viel einstellen. Und ihr seht, hier sind ganz viele im Titel, wie man da Dinge ändern und hinzugeben kann. Ist schön aufbereitet und man kommt einfach hin. Das schauen wir aber im nächsten Video an. Hier war einfach nur kurz, es ist wenig Aufwand. Man kann auch mit Ehrenamtlichen zusammen das gut machen. Es geht ohne zusätzliches Programm. Ich kann einfach aus dem Webbrowser mit der Google-Suche raus Beiträge machen, auf Themen reagieren. Da muss ich sonst nichts machen. Also brauche gar nicht so viel von IT-Wissen. Und unter einem Jahr macht es auch wenig Last. Es ist einmal ein bisschen schön machen und dann ab und zu mal pflegen. Also so wie andere Dinge auch. Danke.